Um alle Funktionen der Software nutzen zu können, müssen Sie sich im TextGridLab anmelden. Starten Sie das TextGridLab durch einen Doppelklick auf die ausführbare Datei textgridlab.exe. In dem sich öffnenden Startbildschirm klicken Sie auf Login. Sie haben zwei Möglichkeiten, sich im TextGridLab anzumelden. Über die Registrierung auf der TextGrid-Website können Sie einen eigenen TextGrid-Account beantragen. Nachdem Ihre Anmeldedaten bestätigt wurden, werden Sie eine E-Mail erhalten, die die Informationen zu Ihrer Nutzerkennung enthält. Mit dieser können Sie sich persönlich im TextGridLab anmelden. Nachdem Sie sich erfolgreich mit Ihrem Login-Namen und Ihrem Passwort angemeldet haben, erscheint Ihre Nutzerkennung in der Statusleiste im unteren rechten Eck des TextGridLab. Zusätzlich wird die Nutzerkennung auf dem Startbildschirm neben dem Login-Symbol angezeigt. Sie sind jetzt mit der virtuellen Forschungsumgebung TextGrid verbunden und können im TextGridLab arbeiten. Alternativ können Sie sich über das Login Ihrer Institution anmelden, wenn Ihre Heimatinstitution an der DFN-AAI-Föderation teilnimmt. Wenn Sie aus dem Dropdown-Menü Ihre Heimatinstitution auswählen, werden Sie auf die Anmeldeseite Ihrer Institution weitergeleitet und können sich mit Ihrer gewohnten Nutzerkennung anmelden. Wenn Sie sich das erste Mal angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, Ihre Nutzerinformationen zu vervollständigen und die TextGrid-Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Wenn Sie die Option Suchbar wählen, können andere TextGrid-Nutzer Sie durch das Suchen nach Ihrem Namen, Ihrer Institution oder E-Mail-Adresse finden. Die mit einem Asterisk versehenen Felder sind Pflichtfelder. Sie können Ihre Nutzerinformationen jederzeit über Hilfe, Authentifizierung in der Menüleiste ändern. Wenn Sie sich das erste Mal mit einem TextGrid-Account angemeldet haben, sollten Sie Ihr Passwort über Hilfe, Authentifizierung in der Menüleiste ändern. Wählen Sie Passwort ändern und loggen Sie sich mit Ihrem Nutzernamen und Ihrem alten Passwort ein. Dann können Sie ein neu gewähltes Passwort eingeben und zur Kontrolle bestätigen. Sie können Ihr Passwort auf diese Weise jederzeit ändern.